dann auch viele Frauen gekommen, die wollen einen Mann geholt haben, weil der nicht heimgeht, der geht nicht heim, dann haben sie einer bei der Tür, du Träghammi, du besoffener Hund, das ganze Geld versaufst und wir haben daheim keins. Und das hast du alles mitgekriegt und mithören müssen. Und wenn sie gesoffen waren, dann haben sie auch sehr ekelhaft geworden, das kannst du dir vorstellen. Weil der Alkohol, da geht Streit noch und das, das ist alles nicht so einfach in der Wirtschaft. Du musst wie so ein Psychologe sein oder du musst einfach wissen, wo packst du jetzt an, ist der schuld oder der, du musst es schlichten, du musst wieder sagen, heute ist wieder gut und wie es wieder hergeht. Wirt ist kein einfacher Beruf. Erstens auch mit der Ehe ganz fern geschieden waren, weil das die Frau den Zirkus bei vielen gar nicht mehr mitgemacht hat. Verstehst du das? Kein Privatleben, kein Sonntag, kein Feiertag, auf die Nacht nicht, oder früher schon wieder raus und kocht die Kocherei. Also darum haben wir ganz wenig noch bayerische Wirtschaften. Die werden immer weniger. Wenn man 25 Jahre in der Gastronomie ist, dann kriegt man schon ein bisschen was mit. Was die anderen so machen. Der eine ist so, aber im Endeffekt haben sie immer wieder die gleichen Probleme bei den Menschen. Meistens ja, Krankheit, Verlust von einem Partner oder von einem guten Freund. Ich habe selber schon ganz gute Leute verloren. Sogar meine Besten zum Teil. Und da muss man schauen, dass man vielleicht auch oft oder viel Zeit mit denen verbringen kann oder was machen kann oder mal Urlaub fährt oder. Und dies nicht irgendwie hinten ausgeschöpft, sondern wirklich spontan irgendwas macht oder halt einfach auch, muss nicht unbedingt spontan sein, aber man sagt, jetzt zu dem Datum mache ich mit dem jetzt was, fahren wir irgendwo hin und nicht dann einen Tag vorher sagen, ja, das passt jetzt nicht und jetzt habe ich wieder keine Zeit nicht, weil alles andere irgendwie wichtig erscheint, was eigentlich gar nicht so wichtig ist. Das ist halt der scheiß Alltag. Da geht es auch wieder um das, wenn du zu wenig Geld hast, dann musst du halt irgendwie schauen und dranbleiben, dass du halt schaust, dass du alles zahlen kannst, dass du dann drunten kommst. Und dann wird das immer wieder geschoben. Aber früher war wieder der Spruch vor die Leute, oder wenn ich mal in der Rente bin oder wenn ich alt bin, dann mache ich das und mache ich das und mache ich das. Mann, du hast dann gar nichts mehr, weil du bist einfach dann so festgefahren in deinem zum Teil langweiligen Leben, wie man das oft mitkriegt. Wie meine Stammgäste zum Beispiel, das ist ganz schön, dass die wieder da sind, auch jeden Tag, aber im Endeffekt viel Größeres bewegen halt die meisten halt auch nicht mehr. Das ist halt so ein Ritual geworden für die. Und da war es halt schon, weil die hätten jetzt Zeit und Geld und da darf man schon an die Welt ein bisschen anschauen. Oder? Kleine Schifffahrten, man kann ja halt so viel machen, auch in Deutschland selber. Da muss man ja gar nicht so weit im Land fahren oder reisen. Auch mit der Bahn wäre möglich, da viel. Früher bin ich jetzt ja nach Brasilien geflogen hintereinander, fünfmal. Habe ich auch kein Geld gehabt und dann fahre ich. Merkt man, ja, es sollte mal in eine andere Richtung gehen, es sollte mal ein bisschen anders laufen. Und vielleicht packe ich sogar nächstes Jahr schon wieder mit Brasilien. Jetzt schauen wir mal. Der Sommer war nicht schlecht. Der Manfred hat jetzt noch eine Chance, dass er tatsächlich vielleicht noch mal eine Familie gründen kann. Und vielleicht ist es dann jemand, eine Frau, die sich eben da gern einbringt und verantwortlich fühlt, dann kann man das Blatt schon noch mal wenden. Aber Verlobungsstein hat er mir geschenkt. Ein richtiger Stein. Hat gesagt, siehst du, jetzt hast du den großen Verlobungsstein. Ein Stein, einfach ein Stein, da steht er im Biergarten. Ich habe mich auf Ring vielleicht gefreut. Ja, so ist er. Ich glaub's nicht.